So. 115, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Okay, wir müssen also da unten irgendwo hin. Position bestätigt. Erstmal nach und nach die anderen dahin schicken. Unser Spezialist kann dahin. Begebe mich zu dieser Position. Er sieht was zum Hacken. Achso, da hinten das Ding. Na, das könnten wir versuchen. Greife aufs System zu. Erstmal schauen, wie viel prozentuale Chance da drin steckt. Wenn es zu wenig ist, breche ich sowieso ab. Boah, 49%. Soldat kann die Fähigkeit Sturmschuss einmal kostenlos einsetzen. Wir werden es probieren. 49% ist gut. Komm schon. Oh, nicht mehr das schafft er. Schade, 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 schade. Damit wissen sie schon mal Bescheid, dass wir hier sind. Ich komme nicht weiter. Sie haben uns entdeckt. Ranger geht da unten in die Ecke. Ich hatte schon seit Jahren keinen guten Burger. Und das Brötchen geht direkt hier auf die Ecke. Bestätigt. Zu guter Letzt von hier oben noch Sergei Volkov, unser Sniper. Geht da hin. Das ist auf jeden Fall keine zeitbasierte Rundenmission hier jetzt. Und Echo lassen wir jetzt einfach mal hier auf Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Feinde greifen von den Seiten. Da hinten kommen sie. Zuerst setzte Advent nicht tödliche Betäubungseinheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Mittlerweile sind wir allerdings nicht mehr allzu viele geworden. Schade, Echo, unternehmen. Am Ziel vorbeigeschossen. Okay, die ersten Schüsse gehen schon auf den Transmitter. Der hat aber zum Glück einen ziemlich hohen Überlebensbalken. Also, das sollten wir trotz allem dann wohl noch einigermaßen gut hinkriegen. Echo schicken wir hier auf die Ecke. Rücke zur Zielkoordinaten vor. Und am liebsten würde ich dann direkt da hinten dem Alien die Sicht komplett wegballern. Den ganzen Schutz, den er da hat. Dann Endo geht hier vorne hin. Kommen die 69 auf das Alien. Sehr schön. Abschuss. Kollege Seelenjäger. Gehst hier hin. Volle Deckung. Nähere mich der Zielposition. Gibst dem Kollegen jetzt erstmal eine mit. Alter, das läuft super. Ja, sehr schön. Und Eberron hat direkt eine Beförderung bekommen. Gut, dann beschicken wir jetzt Brötchen hier vorne in die Ecke. Vielleicht sieht er ja was. Momentan sieht er nichts, also erstmal auf Feuerschutz. Sergei geht hier vorne hin. Auch auf Feuerschutz. Ah. Schade, aber etwas gesehen. Da kommt einer. Am Ziel vorbeigeschossen. Advent ist hier.
Jetzt darf auch nochmal unser Scharfschütze hat getroffen. Schicken wir Echo dahin oder dahin? Ich glaube hierhin ist besser. Die haben ja eh nichts fallen lassen. Da sind nur noch Zivilisten. Echo geht hier vorne hin. Angegriffen. 50%. Gib ihm. Leider daneben. Fehlschuss. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Kollege Endo geht jetzt daneben hin. Begebe mich zum Ziel. Komm, 49. Auch daneben, schade. Muss mich zusammenreißen. Der Kollege Seelenjäger. Geht dann hier hinter Entdeckung. Und los geht's. Und los geht's. Sauber. Wenigstens einer sorgt hier für Stimmung. Feind neutralisiert. So, jetzt könnte... Brötchen erstmal hier alles klar machen. Bin schon unterwegs. Komm, versucht. Schade. Aber immerhin, du hast eine volle Deckung da. Okay, nicht erwischt. So, und dich lassen wir jetzt hier hingehen. Position bestätigt. 39% ist mir egal, du bleibst aber erstmal auf Feuerschutz. Wenn er sich bewegt, schießt du drauf. Gebe Feuerschutz. Okay, er hat Echo markiert. Wird wahrscheinlich auf Echo. Ja. Echo hat 3 Schaden genommen. Gut, dass Endo da ist. Der hatte nämlich das Medikit. Das könnte etwas wehtun. So, und damit endlich Brötchen sich seine Beförderung verdienen kann, lassen wir Brötchen den Kollegen jetzt ein bisschen flankieren. Ziehe los. 50%. Sauber. Feind am Boden. Beförderung verdient. Sehr schön. Dann können wir natürlich jetzt weiter voranschreiten. Position bestätigt. Ein Trupp muss noch da sein. Ich sehe Edwin-Truppen. Da hinten sitzt. Bin schon unterwegs. Bestätigt, drücke aus. 51-33. Vielleicht kann ich ihn tatsächlich ausschalten. 4 Schaden, sehr schön. Habe kaum noch Munition. Schicken dich hier auf die Ecke. Nähere mich der Zielposition. 65, 51. Wir schalten aber den erstmal aus. Mit ein bisschen Glück versucht das Alien einfach nur einen zu reanimieren und dann machen wir mit allem drauf. Feind erledigt. Und auch der Volkov hat sich eine Beförderung verdient. So, du versteckst dich da. Aber reanimierst ihn. Das dachte ich mir schon. Na, mit 2 Mann drauf, dann sollte er das... Der Sektoid auch wieder tot sein.
So zumindest der Plan. %30. Wer ist denn näher dran hier? Nee, den Ranger schicken wir nachher rein. Erstmal geht unser Scharfschütze hier rein. Gibt einen Schuss auf den Alien, nicht auf ihn. Auf ihn. Drei Stück. Und jetzt Schwerthieb. Mach ihn fertig, den Drecksack. Saubere Arbeit. Ziel neutralisiert. Sieh sich das einer an. Leerem Kern und Alien-Datenspeicher. Die Techniker werden das lieben. Und damit sollte die Mission beendet sein, oder? Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, verwundeter Soldat, aber den haben wir ja geheilt. Der sollte also jetzt wieder voll ganz zurechnungsfähig sein und so weiter. War eine gute Mission. War eine sehr gute Mission. Keiner gestorben. Ein paar Beförderungen sind dabei gewesen. Gucken, zu was Brötchen jetzt wird. Er würde es wahrscheinlich hassen, wenn er auch hier ein Spezialist werden würde. Also ich glaube, alles andere als ein Spezialist wäre auf jeden Fall ein Fortschritt für ihn. So. 70% Trefferquote, nicht schlecht. Getötete Feinde pro Runde haben wir jetzt ein bisschen mehr. Das sind 1,2 pro Feinde pro Runde, okay. Deckungsbonus 26%, auch ein neuer Rekord. Ab zur Basis. Eine so erfolgreiche Mission hebt bei allen die Stimmung. Wir sollten die Bar auffüllen. So, Echo ist jetzt nur verwundet. Das heißt, er ist nicht so lange weg. Dann schauen wir mal, Brötchen wird ein Grenadier, ein Heavy. Dann gibt es eine Beförderung für Volkov. Der bekommt den heftigen Schuss. Unser Kollege Endo bekommt das Medi-Protokoll. Und Kollege Seelenjäger wird ein Klingenmeister. Sehr schön. Dann gehen wir wieder hierhin zurück. Datenspeicher. Advent Betäubungslanzenträger Autopsie. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. So, als Belohnung haben wir jetzt Corporal Donatella Lazzaro Ranger bekommen. Okay, ob wir ihn jetzt brauchen oder sie brauchen, weiß ich nicht. Wir wollen ja eher mit unseren eigenen Leuten klarkommen. Aber das war es jetzt tatsächlich schon wieder für diese Aufnahmesession quasi, für diese Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Rekrut, Sie dürfen wegtreten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.